Radio Osttirol am Donnerstag Feierabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir decken auch gerne die sehr breite Osttiroler Musikszene ab. Auf der einen Seite gibt es die allseits bekannten Volksmusik- und Schlagerstars mit ihren zahlreichen Fans. Auch Popsänger und Bands begleitern daheim ihre Leute. Und auch auf der anderen Seite, da gibt's Musiker, die gehen einen anderen Weg. Einen Weg, auf den man auch aufmerksam sein sollte. Re99er ist so ein Musiker. Der junge Mann aus Lienz macht seit Jahren schon Rap und Hip-Hop und hat vor ein paar Wochen für Aufsehen gesorgt mit diesem Song. Ganze Kontinente verrecken, noch wir sticken an unseren Vorräten von Nudeln und Klopapier. Nudeln und Klopapier. Nudeln und Dosenbier saufen. Jetzt hat Re99er einen neuen Song am Start, in dem er sich mit der aktuellen Situation beschäftigt. Und die wirft schon einige Fragen auf. Ich habe mich mit Re99er darüber unterhalten. Re99er jetzt wieder aktiv mit einem neuen Song. Aber jetzt erstmal wichtige Frage, wie geht's dir momentan gesundheitlich? Gesundheitlich ist alles in Ordnung, Martin. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Ich hoffe, bei euch ist es genauso. Ja, hast du die letzten Wochen und Monate gut überstanden? Ja, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es war alles im grünen Bereich. Sagen wir so. Re99er, grundsätzliche Frage jetzt mal, bist du Rapper oder Hip-Hopper oder irgendwie beides? Ja, wenn man es jetzt dann wirklich klassifizieren wollte, würde ich sagen, ich bin Musiker. Dadurch, dass Rap ja eigentlich ein Untergenre von Hip-Hop ist, bin ich Rapper sowohl als auch Hip-Hopper. Dein letzter Song war ja Nudel und Klopapier, ein Song, der auch bei uns zu hören war, mit dem du die Corona-Situation ein bisschen aus deiner Perspektive beobachtet hast, gell? Ja, genau. Wie haben die Leute denn auf deinen Song so reagiert? Auf Nudel und Klopapier war ich Feedback sehr gut. Ja. Sehr gut. Also ich habe gemerkt, seine Klickzahlen, wie oft er geteilt worden ist in kurzer Zeit, wie viele Leute mir geschrieben haben und gesagt haben, Gott sei Dank, sag's einmal einer und weiter so. Und ja, du sprichst mal aus. Nudel und Klopapier ist sehr gemerkt. Jetzt ist wieder ein neuer Titel draußen, wieder ein Corona-Song, gell? Genau, im weitesten Sinne hat er mit Corona zu tun, ja. Fragen muss erlaubt sein, ist der Titel, ist es eine politische Botschaft? Unter anderem auch, ja. Warum jetzt gerade dieser Song? Jetzt kann ich halt sagen, das hat sich irgendwie so ergeben, weil Nudel und Klopapier ist ja in 3 Tagen entstanden. Das war ganz schnell und da war einfach die Zeit auch so, dass man eben so mit dem Stay at Home und wir schaffen das und zu Hause bleiben kann, Leben retten. Mhm. Und man hat aber dann so nach 2, 3, 4 Wochen gemerkt in Quarantäne, dass irgendwie so die Stimmung im Land langsam eine andere wird. Ja. Und natürlich auch unterstützt durch Medien und so weiter, habe ich persönlich wirklich das Gefühl gekriegt, so eine zweite Meinung ist jetzt immer wirklich erlaubt und hinterfragen oder nachfragen auch nicht. Und so ist halt dann eins zum anderen gekommen. Deswegen auch der Titel und der Song. Haben sich bei dir ein paar wichtige Fragen quasi ein bisschen aufgestaut, oder? Ja, genau. So kann man das ausdrücken. Der neue Titel Re99er Fragen muss erlaubt sein jetzt auf Radio Osttirol. Warum sprengen wir uns da nicht endlich in die Luft? Wer, wie, wo, was, warum? Wer, wie, wo, was, warum? Re99er mit Fragen muss erlaubt sein. Die Fragen stellst du ja nicht alleine. Wer ist da bei dem Song noch mit dabei? Wen hast du da mitgenommen quasi? Musikalische Unterstützung habe ich gekriegt von meinem Bandkollegen, dem Andreas Wiemer. Der spielt bei dem Song im Bass. Und die Rhythmusgitarre ist mein Schwager, der Patrick Klux, der ja unter anderem vor ein paar Wochen auch bei euch zu Gast war. Der hat die Akustikgitarren eingespielt. Gibt's ein besonderes Ziel, was du mit diesem Song erreichen möchtest? Ja, ich glaube, es geht darum, dass sich einfach einmal jeder gewisse Fragen stellt oder auch von mir aus auch nur die Fragen, die ich da stelle in dem Song und einfach einmal drüber nachdenkt, so, okay, was kann er damit meinen? Hat er vielleicht recht oder wohin will er oder warum sagt er das? So, wie sind denn die Umstände? Warum ist die Menschheit und unsere ganze Welt jetzt dann da, wo wir sein, dass man sich so eine Frage stellen muss, leider Gottes? Man hört bei dem Song ganz besonders heraus so ein bisschen eine Stimmungskurve. Du gibst am Schluss dann nochmal so richtig Gas und rappst dich sozusagen ein bisschen in Rage. War das irgendwie Absicht oder ist das beim Aufnehmen irgendwie so passiert? Sag mal, sowohl als auch, also beim Schreiben war es dann natürlich Absicht. So das dramatische Ende wollte ich schon haben. Dann beim Aufnehmen, also da muss es dann ja so kantig sein. Ja. Wenn es schon so geschrieben ist, dann muss ich das beim Aufnehmen dann auch so umsetzen. Interessante Frage am Schluss vom Song. Warum sprengen wir uns dann nicht endlich in die Luft? Also ich hoffe, es wird nicht ganz so brutal werden, oder? Ja, hoffentlich nicht. Aber klar, so eine Sachen resultieren einfach daraus. Späte 80er bin ich geboren. Also da war der Kalte Krieg nicht wirklich aktuell, aber wenn man das anschaut, war ich praktisch immer wirklich jeden Tag oder jede Woche so und hätt's passiert gleich, hätt's sprengen wir, hätt's druckt gleich einer auf den roten Knopf. Okay. Und irgendwann, glaube ich, denkt man sich halt dann, ja, dann tupst es halt einfach einmal, weißt? Jetzt gar nicht so
die Welt soll untergehen, sondern einfach so die permanente Angst. Und das schon seit Jahrzehnten. Weißt du, irgendwann ist einfach gut. Jetzt werden sich vielleicht einige denken bei dem Song, der Rin99er schimpft da herum, aber da soll man ein bisschen genauer hinhören, denn du hast auch ein paar Lösungsvorschläge in dem Text parat, gell? Ja, der ein oder andere ist wohl drin versteckt. Ja, es ist nicht nur Schimpfen. Ich finde zum Beispiel, dass man sich nicht spalten lassen sollte. Ja, nicht in schwarz-weiß, Mann, Frau, rechts, links, alt, jung. Wir sitzen ja eh alle sowieso im selben Boot. Ja. Und wir seien eine gesamte Menschheit, eine Menschheitsfamilie und wir müssen zusammenhalten. Das wäre der eine. Und der andere ist, es ist ja egal, von welcher Religion oder an welchen Gott jemand glaubt. Es geht ja nur darum, dass er an etwas glaubt. Also die Zeile im Lied ist, wir brauchen mehr Spiritualität, egal von welcher Religion. Ja. Und ich glaube, das sagt eigentlich eh schon ziemlich viel aus. Welche Reaktionen hast du schon auf den Titel schon bekommen bis jetzt? Die Reaktionen waren durchwegs positiv. Das geht wirklich von endlich spricht der Molana und endlich haut der Molana auf den Tisch, endlich spricht der Molana das aus, was sich niemand auszusprechen getraut. Ja. Wir sind so, danke, die ganzen Monate, die ganzen Wochen bis jetzt waren wirklich schwer für mich und ich habe so viel nachdenken müssen, aber es mit den Worten fassen können und du sagst genau das, was die eben nicht aussprechen habe können oder auch nicht formulieren habe können. Ganz viel sind einfach wirklich Danke. Das freut mir natürlich sehr, wenn das Lied abseits vom Musikalischen, auch von der Aussage und vom Inhalt her natürlich bei den Leuten ankommt, weil im Endeffekt geht es mir ja um die Aussage und etwas zu vermitteln und in der Leute etwas mitzugeben. Würdest du den Song als Wutbürger-Song bezeichnen? Nein, eigentlich nicht. Würdest du den als Wutbürger-Song bezeichnen? Ja, schon ein bisschen. Ein Wutbürger-Song mit einer positiven Message drin versteckt. Okay. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist mir während dem Schreiben zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass ich da Sachen anspricht, was sonst fast niemand anspricht. Das ist mir erst danach dann wirklich, wo man die Leute mit drauf aufmerksam gemacht hat, damit man das klar war, ja, eigentlich schon. Also es beschäftigt sich nicht wie, also jetzt so vom Hip-Hop oder von Musiker generell, vor einer gewissen Größenordnung, beschäftigt man sich ja wirklich gerade nicht mit der Zeit, wie es später sein wird oder was wir tun müssen oder was wir tun sollten, damit wir in eine richtige Richtung gehen oder nicht tun sollten, um nicht in eine falsche Richtung zu gehen. Also wie gesagt, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, ob es ein Wutbürger-Song ist oder nicht. Schaust du optimistisch in die Zukunft, was das betrifft? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, man sollte immer trotz allem optimistisch bleiben, weil es ist niemandem geholfen, wenn man schlecht drauf ist oder sich Covid zahlen lässt, dann hat man einfach noch viel weniger Energie für sein privates Leben einfach, weißt du? Da ist dir selber am wenigsten geholfen, geschweige denn deinem Umfeld, deiner Familie, deiner Partnerin, Partner, Kinder, wie auch immer. Es ist niemandem geholfen, wenn du die von irgendetwas obizieren lässt. Deswegen immer positiv bleiben, immer positiv in die Zukunft schauen und wenn das genug Leute machen, dann wird es auch positive Zukunft geben. Das nehmen wir auf jeden Fall für die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall mit. Was glaubst du persönlich, kommt die zweite Corona-Welle oder haben wir jetzt das Schlimmste überstanden? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weißt, ein Teil von mir sagt, ja, wo war die erste? Der andere Teil sagt, ja, gut, dass wir zugesperrt haben, einmal 2 Monate lang. Oder zumindest am Anfang, um Gröberes zu verhindern. Aber man hätte früher wieder aufsperren können. Der andere Teil sagt wieder, es ist mir alles komplett egal, es kommt sowieso, wie es kommt. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich aber mittlerweile auch gar nicht mehr mit Nachrichten und so weiter, weil ich eben positiv in die Zukunft schauen will und positiv meine Sachen machen will, weil der Rest ergibt sich dann sowieso. Schau mal, dass wir alle gesund bleiben und trinken wir vielleicht ein Corona-Bier. Vielleicht hilft es ja was, gell? Ja, genau so machen wir das. Die Abwehrstufen müssen ja drin sein, oder? Ja, irgendwo schon, gell? Lieber Rin99er, danke fürs coole Interview und geh weiter diesen Weg. Werde ich auf jeden Fall machen. Martin, ich sage dir wieder danke und natürlich dem ganzen Team von Radio Osterholz für die erneute Unterstützung und das Interview auf eurem Sender und wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und vielleicht sehen wir uns ja wirklich einmal auf ein Corona-Bier.